Radio Pilatus. Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp am Mittag von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital. Ein Mensch ist schwer verletzt. Es geht um Leben und Tod. Das ist unser Thema heute. Im Jahr behandelt das Luzerner Kantonsspital etwa 300 von derigen Schwerverletzten. Der Björn Christian Link ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Luzerner Kantonsspital. Er sagt, dass es meistens Männer sind. Also sehr häufig ist es im Bergsport, da allen voran Gleitschirmflieger, der Straßenverkehr, da vor allem die Motorradfahrer und zum Schluss auch die Arbeit, nämlich da häufig die Baustelle. Ist ein Schwerverletzter unterwegs ins Luzerner Kantonsspital, wird der sogenannte Schockraumalarm ausgelöst. Das verursacht, dass mehrere Leute eigentlich alles stehen und liegen lassen und zu diesem Schockraum gehen. Das ist ein spezialisierter Raum, der dafür ausgelegt ist, Schwerverletzte zu behandeln. Und das führt eben auch dazu, dass dann gegebenenfalls Operationen kurz verschoben werden müssen, bis dieser Schockraum eben gelöst ist. Im Einsatz stehen in so einem Schockraum etwa 4 bis 5 Ärzte und ähnlich viel Pflegepersonal. Fachspezialisten werden dann später auch noch mit einbezogen. Alle mit einem Ziel, das Leben des schwerverletzten Menschen zu retten. Ja, und verletzt man sich schwer, dann bringt das nicht nur körperliche Narben, sondern eben auch häufig seelische. Absolut, also häufig ist nicht nur der Körper schwer geschädigt, sondern auch die Psyche. Wir adressieren das eigentlich hier, indem wir schon früh den Leuten so eine Unterstützung anbieten, auch von psychologischer Seite her. Das ist ganz wichtig, auch später, das kann auch viel später auftreten, wenn die körperlichen Schäden eigentlich schon vorbei sind, dass dann die Psyche immer noch leidet. Darum auch der Appell von Björn Christian Link, dem Chefarzt von der Orthopädie und Unfallchirurgie am Luzerner Kantonsspital. Wenn man eben merkt, dass langfristig neben dem Körper auch noch andere Probleme bestehen, nicht zögern und da auch nochmal Hilfe suchen. Bis nächste Woche zu «Am Puls am Mittwoch». Der Gesundheitstipp von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital.